Josef Beuys war Bestandteil, Mitarbeiter der Fluxusbewegung hier in Europa. Dazu kann man sich vielleicht die Frage stellen, jeden Tag ein Flux, eine Aktion, was Fluxus ist. Also ich bereite mich auf was vor, worauf ich mich eigentlich gar nicht vorbereiten kann. Und der Schwerpunkt, den jetzt der Reinhard gebracht hat, ist Josef Beuys. Schauen auf die Erde herunter von außerhalb. Was würde Ihnen sozusagen als das Allerwichtigste erscheinen? Ja, wie mit Atomen geißelt, doch dein Ego ist doch ein Dezider. Er hat auch selbst ein Fluxus-Konzert organisiert, hat aber, sagen wir mal, ist über Fluxus hinausgegangen. Und er hat einfach bei Fluxus mitgearbeitet und hat es auch benutzt als Plattform. Der war einfach ein Meister der Werbung auch. Ich möchte einen ganz großen Badewasserstrudel und seine Vorstellung war, man sitzt auf einem Fahrrad und diese Bewegung wird umgewandelt.